Bist du bereit, die Motorhaube zu öffnen? Use Tool für die Tutorials. Und für die Autoteile ist die Mr. Auto App der richtige Reflex. Praktisch, schnell und günstigere Preis als auf der Website. Du findest die im Video verwendeten Bolt-Zündkerzen exklusiv auf der Website von Mr. Auto und als Link in der Beschreibung. Schalte die Zündung deines Autos aus, ziehe die Handbremse an und öffne die Motorhaube, indem du am entsprechenden Hebel ziehst. Nimm die Motorabdeckung ab. Nun kannst du sehen, wo sich die Zündkerzen befinden. Wir empfehlen dir, eine Zündkerze nach der anderen zu wechseln, denn es ist wichtig, dass die Zündspulen nicht untereinander vertauscht werden. Schiebe die graue Arretierungslasche des Zündspulenstromanschlusses nach hinten. Nimm dir einen kleinen Steckschlüssel, eine Verlängerung und einen 8 mm Einsatz, um die beiden Halteschrauben von der Zündspule zu lösen. Um die Zündspule herauszunehmen, ziehst du jetzt nach oben und seitlich leicht hin und her. Mit einem Steckschlüssel, einer Verlängerung und einem 14 mm Einsatz löst du die Zündkerze. Beende das Abschrauben von Hand. Hallo, wenn dir dieses Video geholfen hat, like es und abonniere dich. Du findest die im Video verwendeten Bolt-Teile und Produkte auf der Website von Mr. Auto und als Link in der Beschreibung. Nimm dir die neue Zündkerze zur Hand. Setze die neue Zündkerze ein. Schraube sie zuerst von Hand ein und zum Schluss mit dem Steckschlüssel. Es gibt verschiedene Techniken, um Zündkerzen anzuziehen. Du kannst auch einen Drehmomentschlüssel verwenden und so das vom Hersteller empfohlene Anzugsmoment einhalten. Oder du kannst einen Winkelspanner verwenden, um den empfohlenen Winkel einzuhalten. Wir empfehlen dir wärmstens unser Tutorial »So ziehst du eine Zündkerze an« anzuschauen, bevor du diesen Schritt ausführst. Setze die Zündspule wieder so tief wie möglich ein. Du kannst dann die beiden Halteschrauben mit dem Steckschlüssel wieder anschrauben. Verbinde das Stromkabel wieder und drücke zum Schluss die Arretierungslasche wieder ein. Vorgang beendet. Like das Video und abonniere dich. Das war wirklich cool.